Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ich nutze gerade hier mal diese Cutscene, um mit euch ganz kurz zu reden. Ich habe extra auch den Ton von der Cutscene ausgemacht, damit ich ja quasi mit euch reden kann. So, folgende Situation. Ihr seht ja momentan, dass ich nicht wirklich Fortschritt mache in der Hinsicht, dass ich halt momentan ein bisschen auf der Stelle trampel, sag ich mal so. Jetzt möchte ich euch anbieten, als Community, als die, die ihr mich unterstützt, sofern ihr Borderlands 2 im Besitz habt. Ne? Und ja, nicht zufälligerweise sogar ein funktionsfähiges Discord-Tool. Sei es halt auf Handy und PC, meine ich halt mit anderen Worten. Dann wäre es ganz prima, wenn ihr mich dann ganz kurz das wissen lasst über Facebook, Twitter, Instagram, also die gängigen Social Medias. Und dann würde ich euch eine Kurznachricht zurückschreiben. Allerdings zwei Voraussetzungen oder Bedingungen dabei. Ganz kleine aber nur. Informiert mich, was genau ihr machen wollt, also ob ihr mich jetzt bei den Badass-Herausforderungen unterstützen wollt oder ob ihr einen High-Level-Charakter habt und mich quasi so gesehen dann bei solchen Sachen wie halt Story im ultimativen Modus, also bei den ganzen Rest-Quests noch unterstützen wollt. Und wenn ihr vielleicht sogar den ein oder anderen Ratschlag noch habt, also in der Hinsicht, was noch offen ist für die 100%, neben der Tatsache, dass ich ja einige Sachen habe, die sich ja logischerweise wiederholen, weil es Again-Quests sind, also sich wiederholende Quests. So wie zum Beispiel das mit Motormamas Wettrennen da, die Kneipenschlägerei ist ein sich wiederholendes Ding. Die Drachen kann man immer machen, also die wiederholen sich auch, aber nicht als Questlog, sondern sind halt permaaktiv. Was habe ich vergessen? Ja, der Kammerkrieger ist ja auch klar. Ist auch wiederholend, ist keine Quest, aber, also keine offizielle mehr dann, aber wiederholt sich dann auch immer mal wieder. Und so weiter und so fort. Das sind ja so Sachen, die sind halt vorhanden. So. Aber ich meine jetzt so was wie zum Beispiel, Kaung, ja, das Piraten-DLC hundertprozentig durch, alles, was sich nicht wiederholt. Das Tiny Tina-DLC, alles hundertprozentig durch, ab dem Punkt, wo sich nichts mehr wiederholt. Also sprich, bis dahin, wo sich dann das wiederholt mit anderen Worten. Ne? Das heißt natürlich, dass wenn sich zum Beispiel das wiederholt mit der Tatsache, dass es heißt hier Arena-Kampf Runde 3 Rematch, Arena-Kampf Runde 3 Rematch, Arena-Kampf Runde 3 Rematch, dann weiß ich, okay, das ist durch, das hat sich dann. Das ist dann nicht mehr vonnöten und ich finde diese Stelle immer noch lustig. Sorry, muss ich nochmal sagen, aber wie schlau muss man bestimmt sein, auf einen Zug quasi aufzustehen und zu sagen, ach ja, da wird mir schon nichts entgegenkommen. Ne? Also, ne? So, nur nebenbei erwähnt sein. So, nee, aber wie gesagt, ihr als Community könnt die Möglichkeit kriegen. Wichtig ist da nur an der Stelle, daher ich sehr schnell und relativ deutlich werte, mit meinen Kraftausdrücken und so weiter auch, im Fall der Fälle. Ich will niemanden beleidigen. Das ist ganz klar zu verstehen. Bloß, wenn jemand sehr schnell allergisch reagiert, weil ich sage, Alter, was bist du denn für ein Depp? Und du das dann gleich giftig nimmst, auch du, der da mitspielt, in Anführungszeichen, dann tut es mir fett leid. Also das will ich dann quasi auch nicht. Ne? Also deswegen guckt, ob ihr eine hohe Schmerztoleranz habt, was solche Sprüche anbetrifft, ne? Weil das ist auch noch ganz wichtig. Weil ich will mich nicht alle 2, 3 Minuten erklären, dass das ein Joke ist. Ne? Was zwischen mir und Gamerwood, da ist ja so eine Chemie, wir wissen voneinander, wer was, wann, wie gemeint sagt. Ne? Sowas wie von wegen, ich hasse dich, das merke ich mir und so. Das sind so Jokes, die bringen wir immer ja wieder mal, also ich und Gamerwood. Und genauso ist es auch mit anderen, die man halt länger kennt. Ne? Also zum Beispiel Trotro, den habe ich ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen, den habe ich ja vor kurzem erst im Stream wieder gesehen. Und da ist das dasselbe Thema, auch einfach nach langer Zeit einfach mal wieder gesprochen. Und ja gut, die Stimme, das Einzige, was wirklich anders war, war die Stimme. Weil die habe ich noch voll hochquiekig in Erinnerung. Und jetzt einfach so voll die Männerstimme da. Naja, wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn.
Bevor sich die Cutscene nochmal wiederholt, würde ich sagen, machen wir die ganze Chose wie gewohnt. Ich kümmere mich um ein bisschen Kleinkram. Wenn mir das Spiel jetzt nicht abschmiert. Nein, gut, ich dachte gerade. Nee, ich kümmere mich um ein bisschen Kleinkram. Das soll heißen, ich gucke nochmal ganz kurz in die Herausforderungen rein. Nur ganz kurz natürlich. Und ja, wenn sich da was ergibt, was natürlich gut wäre, würde ich sagen, kümmere ich mich natürlich erstmal, vorerst, definitiv um, ja, diese Sache. Wenn nicht, kümmere ich mich wieder weiter darum, die Amcam Terror nochmal weiterzufahren. Weil da würde ich definitiv sagen, Amcam Terror, ja bitte. Ne? Weil ich kenne jetzt aktuell keine Waffe, die mir mehr zusagt mittlerweile inzwischen, als die verdammte Amcam Terror. Aber gut, das muss ja auch jeder für sich selbst wissen, ne? Muss man auch nochmal dazu sagen, ne? Gut, aber ohne längere Umschweife würde ich sagen, Charakter auswählen, Gunsucker ist im Ultimativen, sehr schön, dann machen wir weiter. So. Im Endeffekt muss ich sowieso auf den Schwierigkeitsgrad alles packen, also alles, was vonnöten ist. So, warte mal, Token einlösen habe ich auch noch nicht gemacht. Schildladegeschwindigkeit, Schildlade, Verzögerung, Schusswaffentreffsicherheit, Granatenschaden, Schildkapazität an sich. So, da gehe ich tatsächlich auf Granatenschaden, weil der darf ruhig ein Stück höher werden. So. Stille. Was war das jetzt da mit Belohnungscode einlösen? Gut, wie dem auch sei. Ich sortiere mal eben. Also insgesamt sind wir bei 14, 15, ja, bei 15 plus 1 Errungenschaften, wo ich ganz gerne wissen will, was ist denn das bei Backburner? Moment, da will ich mal ganz kurz gucken. Das wurmt mich nämlich gerade. Backburner. Cult of, hier Challenges, genau, Cult of the World habe ich. Warte mal. Ich mach mir mal die Dinge alle mal auf. So, also Cult of the World habe ich auf jeden Fall. Hamwil. So. Hamwil ist Locate Base Challenge. Commander Lilith, the Fights for Sanctuary. This Challenge is Work. 10 Badass Rank. Start to complete this challenge. The water spring in Brick's Garden must be activated. Okay. Hier ist ein Video. Ich mache mal ganz kurz Ton weg, so schnell wie möglich. Also wie es mir ermöglicht wird. So, ging relativ schnell. So, ich gucke mal gerade, ob es das ist. Also der haben will. Vermute ich jetzt gerade mal nicht, dass es das ist. Aber gut. Lädt es jetzt nicht? Ah, kennt ihr das, wenn man irgendwas anklickt und es einfach nicht. Ja, okay, ich lade mal die YouTube-Page selber. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So. Haben will. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute.
Ich drehe mal die ja, Auflösung extra ein bisschen runter, damit das abspielt. Aber auch das hilft nicht. Gut, ich lese einfach mal das nächste. Das nächste ist Make yourself at home as I'll look at base challenge in Commander the Fight for Sanctuary. This challenge is worth 5 Battles Rank. Ja, okay, aber. Ach so, ja, gut, die Echos alles einsammeln. Und das nächste ist Fender Fiction. Mysteriöse Amulett must be equipped, wenn Bud Stallion. Ach ja, genau, das ist ja immer noch die Aufgabe. Oh Gott, das will ich hab vergessen. Ja, was sagt denn eigentlich mein Questlog? Ein Rollenspiel. Also eigentlich, theoretisch gesehen, kann ich da noch, ja. Was mache ich denn? Ich teile mal, wisst ihr was? Ich fahre da jetzt hin. Hier, bescheidene Docks. Ich muss ja mit dem Charakter eigentlich das durchziehen. Ich muss ja auch noch die Errungenschaft kriegen. Ach ja, das hingefahren bin ich ja schon mal. Weil, jetzt muss ich kurz gucken. Mission, ja. Achso, Errungenschaften sind hier. Einmal Errungenschaften mir aufgemacht. Es gibt ja noch eine Errungenschaft, die heißt. Das mysteriöse Amulett. Also die heißt wirklich. Na, und das kriegt man hier bei. Ja. Beim Tiny Tina DLC. Was übrigens auch das kostenlose Spiel bei Epic war. Wo ich mich etwas reinlegen ließ, so in Anführungszeichen. Gut, geschenkten Gaul schaut mir nicht ins Maul, müsste ich dazu noch festhalten. Aber trotzdem, ich finde es halt echt ein bisschen schade, da ich dachte, das wäre jetzt so das Tiny Tina-Spiel und dann so enttäuscht war. Aber nee, komplett muss ich alles zurücknehmen, was ich in der Hinsicht gesagt und vermutet hatte. Es war halt wirklich missständlich für mich selber verstanden. Also, Tiny Tina, das Spiel ist wirklich ein eigenständiges Spiel. Das, was ich quasi geholt habe, war quasi das DLC auf Epic, bloß halt als separates Game. Und das muss man halt auch erstmal irgendwie wissen, natürlich. Was ich ja natürlich nicht wissen konnte für mich selber. Refuge. Der erscheint plötzlich. Der Schussdrache vom Hen zum Hexer. Überraschungsangriff. Nö. Den klopp ich. Nö. Sehe ich nicht. Ihr attackiert den Drachen, könnt aber nichts ausrichten. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Der Drache greift an und... Kritischer Treffer. Nö. Toll. Was ist das jetzt? Tina, man fängt seine Kampagne doch nicht mit einem Bosskampf an, den kein Spieler gewinnen kann. Touché. Okay, alle zurück. Ich wollte was tot machen. Tja. Hey, wie wär's mit einem neuen Boss? Er ist ein Skelett. Und dein Name ist Meister Knochenhosen-Typ? Meister Knochenhosen-Typ! Wäre das was? Doch, das gefällt. Granate, raus!
Ja, bitte ja, bitte ja. Bitte einfach nur ja. Bitte alles nur einfach ja. Okay. Nicht nein, einfach ja, okay. Danke. Puh. Aber knochenlosen Typ. Hey, ist geschafft. Die restlichen freundlich geschützten Gegner. Kein Plan drüber. Aber super, ich habe jetzt schon mal den Boss Safety erledigt, den ich so eine Bange direkt schon von Anfang an hatte. So. Was? Episode 1033 ist gerade in Japan veröffentlicht worden. Uff. TV-Plan der Woche, Mord unter Freunden, Teil 1. Jetzt, wann jetzt? 9. Januar. Achso, also, ja. Moment. Quatsch. Der Eintrag ist hier. Oder? Ja, oder war 0-0. Bin ich jetzt blöd? Ach, der Eintrag wurde 9. Januar. Okay. Ich dachte schon. Ja, ich bin so ein bisschen auch parallel mich auf dem Laufenden halten, weil ja, Dave Conan läuft wieder im Free TV und ihr wisst ja, Dave Conan und Deutschland ist so ganz minimal ein zweischneidiges Schwert, was anbetrifft, es gut zu erhalten. Ne? Aufhören mit dem Spiel? Reden wir mit den Einwohnern. Oh Gott, das mit den Drachen und Roland wird richtig, richtig, richtig schwierig. So. Ich sollte vielleicht nur theoretisch ja nur so in der Theorie. Die Königin wird vermisst. Vielleicht weiß ihre Leibwächterin Eleanor, wohin sie verschwunden ist. Wenn die Königin nicht zurückkehrt, werden wir niemals wieder die Sonne sehen. Klingt so, als müssten wir diese Eleanor finden. Die Leibwächterin ist nicht da. Oh, Entschuldigung. Hab vergessen, ihre Spielfigur aufs Brett zu stellen. Rups. Sieht aus, als hätte sie ein Problem. Ich klopp ihr Problem. Ich rede mit ihr. In meiner Rolle natürlich. ¿Qué pasa? Die Königin ist verschwunden. Sie ist in den Wald gegangen, um der Welt das Licht zurückzubringen. Wo ist sie denn hin? Sie sagte irgendwas davon, dass sie den Fluch mit Hilfe des Baums des Lebens brechen will. Bestimmt ist sie dorthin. Und so wurde eure Bestimmung klar. Ihr müsst in den dunklen Wald gehen und der Königin helfen. Nächster Spot, wo wir hin müssen. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, dass ich halt natürlich mir selber die Möglichkeiten auf den einfacheren Schwierigkeitsgraden versammelt habe. Eigentlich darf niemand mehr in den Wald, seit es dunkel wurde auf der Welt. Aber der Torwächter ist leicht rumzukriegen. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Ja, die Königin ist in den Wald gegangen. Aber es ist zu gefährlich, da alleine reinzugehen. Ich werde euch begleiten. Häuschen, das ist meins. Ich muss kurz rangehen. Tina hier? Hier, Mr. Tork! Tina, lass mich ins Spiel! Okay. Wuhu, die Wunderwelt der Fantasie! Ich bin also Torwächter! In dem Fall müsst ihr eure Bettessigkeit unter Beweis stellen, um an mir vorbeizukommen. Erste Aufgabe! Jagt den Aufklärungszeppelin in der Stadt mit einer Feuerwaffe in die Luft. Einfach so.
Na also. Aber für die andere muss ich definitiv auf eine Snipe wechseln. Weil sonst werde ich da gar nichts erreichen. Mein Aim war aber auch schon mal besser. Jetzt habe ich. Warte, du willst mich gerade veralbern. Da ist... Eins von euch muss weg. Dann habe ich mich jetzt gesoftlockt. Leute, hier ist kein Fass. Ja. Könnt ihr das glauben? Es gibt kein Fass da drüben. Ich muss jetzt... Ach Gottes Willen. Ja, okay, Moment. Das ist ja mal richtig kritisch. Also anders kritisch vor allen Dingen. Sowas von ekelhaft. Das sollte aber für gewöhnlich eigentlich nicht passieren übrigens, ne? Na also. Wir haben gerade die einzige Möglichkeit der Stadt zerstört, herannahende Gefahren zu erkennen. Warum? Fantasie! Rette gut, wird erst Aufgabe 2. Geht in die Taverne. Moment mal, diese Stadt hat keine Taverne. Okay, ihr seid in der Taverne. Die Wirtin hat ein Problem. Sprecht mit ihr. Hey, Abenteurer. Es ist Feierabend, aber diese Idioten wollen nicht gehen. Könntet ihr sie rausschmeißen für mich? Und packt sie euch derbe an. Danke, Schätzchen. Okay, es tut mir leid. Ich lasse auch keine dummen Sprüche mehr los, ich verspreche. Arsch! Das ist nicht akzeptabel! Ihr habt ihn! Haut ihn so doll, dass er explodiert! Da ist er! Oh, Tina, das ist voll bescheuert! Torque versaut dir dein ganzes Abenteuer! Ich hab meinen Spaß! Gut gemacht!
Ihr seid nun Pärisch genug, um den Wald zu überleben. Ach, jetzt weiß ich, was hier noch raus. Also warum er immer blockiert wird. Ein Spieler. Der Charakter ist weg. Die KI aber noch nicht. Die wird erst später entladen und deswegen läuft man gegen eine Alpha-Wall. Yay. Das muss ich auch erstmal herausfinden, ne? Ist ja auch wieder mal schön. Aber ist ja trotzdem lustig, so gesehen. Vielleicht könntet ihr euch mit den Zwergen verbinden und Widerstand leisten. Diese Stellung ist total neue Mission. Ich will, dass ihr den Ozean in die Luft jagt. Schaffst du ihn uns bitte vom Hals? Also gut. Mr. Talk, ich verbanne dich. An den Pranger. An den Pranger? Wahnsinn! Ich bin jedenfalls Devlin, der Torwächter. Ich werde euch Zugang zum Wald gewähren. Ihr werdet die Schrecken des Waldes nicht alleine überleben. Ich werde mich drinnen zu euch gesellen und euch als Führer. Ja, danke. Story kennt ihr alle zum großen Teil, hoffe ich doch mal. Ihr betretet den Wald der Stille. Stille? Langweilig. Nein, prima. Da ist was dran. Mist, jetzt muss ich mir einen besseren Namen für den... Ich weiß! Verdammt, ich wusste, ich hätte keinen Bäumen trauen sollen. Ihr findet einen Edelstein auf dem Boden. Vielleicht hat die Königin den fallen lassen, um ihren Weg zu markieren. Dann sollten wir den Edelstein folgen. Sie führen uns direkt zu ihr. Genau wie unser Lillipüppchen sagt. Immer schön die Hauptstraße lang und alles ist cool. Ja. Dieser Wald ist aus den Leichen meiner Feinde gewachsen. Ist das nicht arschgeil? Wenn ich euch töte, wächst vielleicht ein Zahn wo wollt ihr hin? Aus euch oder so. Wir gehen auf Erkundungstour. Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Ich habe die Kämpfe nur für den Hauptpfad des Spiels ausbalanciert. Wie sollen wir die Dinger töten? Oh nein. Ah, mein Fehler. Ich kann... Lasst mich das regeln. Boom, Kampf ausbalanciert. Folgt mir. Ich glaube... Teufel, eine Sackgasse. Es muss doch einen Weg geben, da durchzukommen. Nee, hier war es nicht, hier war es. Magische Schriftzeichen. Da steht, ihr müsst die Artefakte baden in den Säften des Blablabla. Ja, scheiß drauf. Jedenfalls müsst ihr wohl Blutfrüchte sammeln. Echt jetzt? Was ist denn eine Blutfrucht? Das ist so ein matschiges Ding, das wächst an den Bäumen. Da! Wow, du hast nicht erwähnt, dass die Blutfrucht an den Tree Ends wächst. Ja, tut sie aber. Seid ihr cool genug, euch die Frucht zu schnappen, ohne vorher den Baum zu töten? Ich brauche jetzt eigentlich eher Tempo statt Heilung gerade. Aber gut. Danke. Nee, die Ecke war es nicht. Die Ecke war es dann. Genau. So. Schnell mal abgekürzt. So, nächster Bereich. Was, das war euch zu schnell? Tut mir leid, aber ich habe ja gesagt, ich mache nochmal wieder etwas anderes, ne?
Aber ich sehe gerade, wir sind bei 29 Minuten, also es könnte noch Mordi, du schneller siehst sein. Aus. Oh, es ist der... Wo ist dein Piepmatz? Dein kleiner Vogelfreund. Tina, wir haben ja doch gesagt, was mit Bloodwing passiert ist. Na, auf jeden Fall. Der ist so süß. Wo ist er denn? Spielen wir einfach das Spiel, in Ordnung? Oh Mann, ey. Man muss ja sagen, Tiny Tina tritt gerne mal den Leuten auf den Schlips damit. Mit solchen Sätzen, sag ich mal. Achso, allerlei Nebenmissionen, die hier noch offen sind, nachher werde ich mir noch später zu Gemüte führen. Nur gleich mal als Info. Ich werde eigentlich quasi nur den Hauptpfad bis zu der gewissen Stelle spielen, damit ich halt sagen kann, okay, ich kann hier jetzt weitermachen. So, Leute. Ach, war der Laber der gleich. Moment. Die Stelle vergesse ich immer zu gerne. Schon wieder eine Sackgasse. Jetzt. Mir ist eben eingefallen, dass der nächste Kampf nur funktioniert, wenn Roland dabei ist. Machen wir einfach Pause, bis er auftaucht. Hör auf. Roland wird nicht... Oh, ich hab ne Idee. Der Torwächter sagt... Noch mehr orkisches Gekritzel. Da steht, holt den weißen Ritter zurück, denn nur er kann den Weg öffnen. Und ich weiß auch genau, wo er ist. Den Punkt! Einmal komplett Schild weg. Läuft bei mir. Also sieht man auch, dass sie im Durchschnitt einen komplett weghitten können, die Gegner. Und das bei knapp 2 Millionen Schild, ne? Plötzlich seht ihr den weißen Ritter vor euch in seiner ganzen stattlichen, heldenhaften Pracht. Ich hoffe einfach, dass es gut läuft. Echt jetzt? Wir reden später. Helft mir, dieses Ding zu bekämpfen. Kommt doch her, Ladies! Läuft doch minimal besser als erwartet. Aber natürlich nicht perfekt, möchte ich festhalten. Oder anders gesagt, ich vermute, es könnte noch besser laufen, aber gut.
Ah, Mann. Warum denn hier oben? Okay, ich hoffe einfach. Komm schon. Also, wenn es dann hinhaut muss, dann haut's auch hin, ne? Oder auch nicht? Oh Gott, oder auch nicht. Boah, es zieht sich aber auch gerade, ne? Leute, es tut mir leid. Ich weiß, wir sind schon bei 37 Minuten, aber ich will das hier noch einfach packen, einfach damit ich das nicht noch im nächsten Part machen muss. Ich habe nämlich schon mal den Fail gemacht, hier abzubrechen. Und dann hat es beim nächsten Mal ewig und 3 Tage gedauert, bis ich es dann wieder soweit hatte. Also, gut Leute, dann würde ich sagen, den und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slaus, haut rein und ciao, tschüss.